So, hallo liebe Camper, zum Teil 2 von unserem Einbau. Also erst einmal möchte ich mich nochmal entschuldigen wegen gestern. Ich weiß nicht, was da passiert ist, ein neues Schneidprogramm. Und da hat es leider die letzte, ich glaube, das waren so 3, 4 Minuten, 5 Minuten, wo es einfach nicht mehr mit gerendert hat oder nicht mehr mit übertragen hat. Ich muss mir das nochmal angucken, aber ich habe ja die Teile noch, die blende ich natürlich jetzt dann noch ein und schieb die dazwischen. Stehen geblieben waren wir ja bei der Solaranlage und das zeige ich euch jetzt. So, jetzt haben wir es schön sauber aufgesetzt. Jetzt können wir es noch sauber ausrichten entsprechend und leicht andrücken. Hier haben wir ein bisschen vom Aufsetzen, aber das ist egal, das kommt ja dann weg. Dann drücken wir es leicht an und verstreichen die Kanten schön und dann sitzt die Platte sauber und ordentlich schön gerad nach unserem Klebeband, wie wir es dementsprechend ausgerichtet haben. Jo, und dann machen wir gleich nur den Kabelkanal darüber zum nächsten. Jo, und dann geht's weiter im Text. Machen wir gleich nur die andere Platte und ja. Dann zur Dachdurchführung, Kabelkanal, und dann haben wir das auch schon erledigt. Bis gleich. Jetzt sind die zwei Platten oben. Ich habe es jetzt verklebt. Auch die Kabelkanäle habe ich schon drauf gemacht. Ihr seht's. Einmal haben wir hier einen Kabelkanal gemacht, ein bisschen fixiert. Auch hier natürlich reinigen, also anschleifen, reinigen, anprimern und ausdampfen lassen und dann dementsprechend verkleben. Und hier haben wir einen Kabelkanal gemacht, bezüglich hier oder bis hier in die Buchse rein. Wir nutzen jetzt die Buchse gleich noch, weil die hat drei Eingänge für unseren Maxwell. Den machen wir hier auch noch rein, weil den habe ich auch gleich hier verklebt. Das lassen wir jetzt alles trocknen und schön ruhen bis morgen früh. Und dann wird hier weiter gearbeitet. Dann gehen wir hier rein und montieren den Rest gar. So, ich schließe jetzt hier mal das Video ab, das Teil 1. Dann machen wir den nächsten Teil bei Fertigstellung, denn bei dem Fahrzeug haben wir ja schon nur ein bisschen was zu tun. Und zwar müssen wir ja noch die Batterien einbauen. Die habe ich jetzt schon mal positioniert, damit ihr das seht, wie das hier ausschaut. Die haben wir hier positioniert, genau. Dann kommt natürlich noch ein Hauptschalter rein und eben der Wechselrichter, der kommt dann hier drüben rein. Hier haben wir die Netzvorrangschaltung und den extra Sicherungskasten für ein FI, für einen Wechselrichter, schon fertig montiert. Netzvorrangschaltung ist ja schon erledigt, das habt ihr ja mitgekriegt, das haben wir ja im Vorfeld schon alles gemacht. Und wenn wir jetzt dann hier reinschauen, da kommen wir jetzt in das Fach. Das ist dann hier oben drin, wo der Maxwell und der Router auch montiert wird. Das wird dann hier gemacht und da sind wir auch schon rein. Also wir haben diese Dachdurchführung nicht gemacht. Wir nutzen sie nur gleich, weil die eh schon am Dach ist. Die war schon vorinstalliert und die nutzt man natürlich, um unsere Kabel hier gleich reinzuziehen und entsprechend hier den Router auch zu montieren. Und dann mit die Kabel weiterzugehen auf den Solarregler, den wir dann hier unten am Sitz noch verbauen werden, damit wir dementsprechend relativ nah bei der Batterie sind. Jo, dann haben wir da hinten unsere Klimaanlage, die haben wir montiert. Jawohl, die wird dann auch morgen noch in Betrieb genommen. Jo, und dann wird es langsam mit dem Fahrzeug. Dann haben wir gar nicht mehr so viel. Dann kommt nur die Alarmanlage, wo wir installieren werden. Und da hole ich euch dann wieder dazu, wenn es soweit ist. Das werden wir dann an dem morgigen Tag alles gar machen und dann zeige ich euch das fertige Produkt. In dem Sinn. So, genau so ging das weiter. Und da bedanke ich mich schon mal, dass ihr das Video so zahlreich angeschaut habt. Und jetzt sind wir ja hier bei der Fertigstellung. Also, wir haben jetzt die Solaranlage komplett fertig. Wir haben hier in dieses Schränkchen unseren, wie ich das ja schon angedeutet habe,
unseren Router reingemacht, wo man leicht hinkommt, auch zum Ein- und Ausschalten, SIM-Karte wechseln und so weiter. Also das ist überhaupt kein Problem. Den haben wir hier verbaut. Und mit der Solaranlage bzw. mit dem Solarkabel sind wir hier einmal komplett durch nach unten und gehen dann da vorne rein, wo die zwei Liontrons verbaut sind und unter dem Sitz entsprechend. Kein Wunder, da liegt jetzt nicht die Abdeckung, weil ich was zu verstecken habe, sondern da liegt die Abdeckung, weil ich die noch formgerecht hinmache, weil das als Abdeckung zwischen Sitz und dem Polen dient. Da man natürlich hier, ich kann es euch ja zeigen, dementsprechend nah an der Sitzunterkante sind, machen wir jetzt hier natürlich dementsprechend noch was Sicherheit drauf, damit hier wirklich nichts passieren kann und die Pole auch nirgends berührt werden können. Und darum verbauen wir da einfach nochmal dementsprechend so eine Sicherheitsplatte und dann sind wir da absolut sicher. Da kommen dann nur die Schutzleitungen drüber, also die Schutzrohre drüber und dann ist es hundertprozentig safe. Dann und da fixier, liegt er gerade da. Dann haben wir ja die Klimaanlage hier hinten noch montiert. Da brennt jetzt auch schon wieder Licht, weil Saft haben wir ja schon wieder auf der Bude. Die Klimaanlage hatte eine Solarvorbereitung, das heißt, das Kabel war hier schon drin, aber war natürlich nicht angeschlossen. Das war auch wieder so ein Highlight. Dann musste man natürlich erstmal suchen, wo das Ganze ist, weil das Kabel nicht einfach durchgeht, sondern auch wieder über eine Verteilerdose getrennt war. Und nach langem Suchen haben wir es dann gefunden, und zwar sitzt die Verteilerdose hinter dieser Blende. Also das war auch wieder aufregende Sucherei, aber letztlich haben wir es gefunden. Da dahinter, da mussten wir das Ganze nochmal wegmachen, da dahinter letztlich ist eine Blende, ist eine Verteilerdose und da war das Kabel vom Sicherungskasten und das Kabel, wo dann im Dach durch die Klimaanlage läuft, zur Klimaanlage läuft, noch nicht zusammengeschlossen und das mussten wir halt noch ändern, damit wir dementsprechend hier auch Saft drauf haben. Und jetzt haben wir Saft drauf, jetzt funktioniert die auch und alles ist gut. Das haut also auch hin und somit sind wir jetzt in den letzten Zügen. Und was ich euch jetzt auch noch zeigen wollte, beziehungsweise wo ich euch auch nochmal kurz mitnehmen wollte, bitte nicht stören lassen, hier läuft ein bisschen die Heizung. Weil es hat natürlich auch, warum auch immer, bei uns in Dinkelsbühl heute geschneit. Fürchterlich. Kein schönes Wetter, muss man ganz ehrlich sagen. So, ich bin jetzt hier gerade am, schaut schlimmer aus, wie es ist, also ihr müsst keine Angst haben, Alarmanlagen verbauen. Und ich wollte euch einfach hier nochmal ganz kurz zeigen, wie wir das machen. Und zwar, ganz wichtig, wir verlöten das. Also so eine Alarmanlage möchte ich immer ganz gern verlötet haben, weil einmal im Kfz-Bereich, so muss das ausschauen. Man muss natürlich aufpassen, dass man keine Ader, keine Litze dabei verletzt. Muss man ein bisschen sorgfältig arbeiten und dann entsprechend sauber anlöten und danach wieder sauber abisolieren. Richtig löten vor allen Dingen, keine kalten Lötstellen fabrizieren. Und dann kann man auch gewährleisten, dass man hier wirklich guten Kontakt hat. Aus der Erfahrung raus haben wir nämlich auch schon mal im Vorfeld, und das zeige ich euch mal, hier diese Geschichten verwendet. Die sind nicht schlecht, die kann man gut nehmen, aber ich sage jetzt einfach mal, für Alarmanlagen finde ich die Teile, die werden auch mitgeliefert, jetzt nicht so wirklich hundertprozentig toll. Warum nicht? Weil die Kabel, wo ich da an der Alarmanlage teilweise verarbeite, sehr, sehr dünn sind. Und wenn man die zusammenquetscht, da ist so viel Fett drin, wenn man die zusammenquetscht, kann passieren, wenn die zu dünn sind, dass die ein bisschen auf die Seite rutschen durch das viele Fett, wo da drin ist. Und dann haben wir einfach die Schwierigkeit, dass es Kontaktprobleme gab. Und das habe ich jetzt schon ein paar Mal gehabt, also zweimal, um genau zu sein. Und seitdem muss ich ganz wirklich sagen, nehme ich Abstand von den Dingen, weil jetzt kann man sicherlich sagen, ja, muss man halt anständig zusammendrücken. Sei ja klar, ich verschwende aber hier viel mehr Zeit damit
um das da richtig einzubasteln, einzufädeln, zusammenzudrücken, bevor es anständig verlötet. Wo ich sage, eine Lötverbindung, gerade im Kfz-Bereich, ist eine Lötverbindung eine Lötverbindung. Da kann es vibrieren, da kann es tun, da kann es machen, was es will. Das Ding hält einfach. Das ist fix, das hält und da kann nichts passieren. Und drum sind wir lieber dabei zu löten. Das ist ja gar kein Aufwand, weil wir haben hier einen supergeilen Akku-Lötkolben. Der funktioniert tadellos, den schaltet man ein und solange das blinkt, aber ihr werdet sehen, ganz, ganz schnell hört er das Blinken auf und dann ist er auch schon hart und lötbereit, heiß und lötbereit und funktioniert tadellos und ja, also kühlt auch relativ zügig ab. Mit dem Teil bin ich mega zufrieden und da kann man das gut bewerkstelligen. Jo, dann haben wir hier den Hauptschalter verbaut. Gut zugänglich unterm Sitz. Man klappt einfach hier auf, macht den Hauptschalter aus, dann ist hier die Batterien komplett getrennt von der ganzen Sache und hier sitzt auch noch der Wechselrichter drunter. Und hier haben wir den Solarregler verbaut, der auch gleichzeitig natürlich mit an der Starterbatterie angeschlossen ist. Da haben wir ein Kabel durchgezogen an die Starterbatterie, sodass da immer 2-3 Ampere durchfließen an die Starterbatterie und die dementsprechend mitgeladen wird. Was natürlich auch immer Sinn macht, gerade wenn man Sonne zur Verfügung hat, kann man das ja immer bewerkstelligen. Was natürlich nichts mit dem, wo auch WCS anbietet, den Rapid zu tun hat, der natürlich auch eine ganz andere Aufgabe hat. Wenn mal die Batterie leer ist, weil das Fahrzeug im Schatten steht oder in einer Halle steht oder wo auch immer, da kann natürlich auch die Solaranlage nichts tun und die lädt ja auch nur mit lausige 1-2 Ampere, vielleicht 3, wo da mal durchrutschen. Der Rapid ist ja zu ganz anderen Dingen fähig, sondern der macht ja in einer relativ, Anführungszeichen, kurzen Zeit die Batterie vom Leerzustand wieder per Knopfdruck voll. Also nicht voll, aber startbereit. Und das ist natürlich schon noch eine andere Sache. Und da kann das Fahrzeug im Schatten stehen oder es kann in der Nacht sein oder es kann sein, wo es will. Und drück aufs Knöpfchen und der Rapid macht das Ding startbereit und das Ding funktioniert. Und das ist natürlich noch eine ganz andere Nummer. Ja, das Kästchen hier habe ich euch ja schon gezeigt. Da ist die Netzumschaltung, Sicherung für den Wechselrichter und genau. Das Ladegerät natürlich. Und ja, dann löte ich jetzt mal hier weiter und hole euch dann nochmal dazu, wenn wir das Endprodukt haben. Also bis später. So schaut das Ganze jetzt aus hier auf dem Dach. Aber das haben wir ja vorhin schon gehabt. Hier sitzt die Klimaanlage. Die schaut auch sauber aus, ist anständig verbaut und dann haben wir hier nur unser MaxView, die haben wir auch sauber verbaut und dann sind wir hier eigentlich fertig. Jetzt gehen wir nochmal kurz nach unten. Alarmanlage haben wir auch verbaut und was wir bei der Alarmanlage natürlich auch gemacht haben, weil das ja auch die SafeLock ist, das heißt, wir haben den Transponder kopiert und die Platine getauscht aus dem Schlüssel. Das ist ganz wichtig, weil sonst macht ja die SafeLock absolut keinen Sinn, weil sonst kann man ja den Code ausspionieren und dementsprechend das Fahrzeug relativ leicht öffnen. Und drum tauschen wir hier bei der SafeLock die Platine. Der Transponder wird kopiert. Da haben wir ein super Gerät dazu. Das steht hier. Da können wir das tun, weil wir ja von Titronic auch Fachhändler sind und können das alles Gott sei Dank auch selber erledigen. Jo, Sitze sind drin, jetzt fehlen bloß noch unten die Verkleidungen, die mache ich aber prinzipiell ganz am Schluss hin, weil wir alles nur raushaugen, schön sauber wischen und alles schön in Ordnung bringen. Alarmanlage ist aufgebaut, ihr seht, die Armaturen sind wieder zusammen, die funktioniert auch. Die neue Wegfahrsperre, die programmierte, macht auch das, was sie tun soll. Und ja, dann machen wir hier morgen früh noch schnell sauber und dann sind wir hier eigentlich fertig. Dann haben wir hier die ganzen
Alarmanlagenheftchen und hier haben wir die ganzen Unterlagen, die wir alle noch schön zusammenführen konnten. Und dann haben wir eigentlich alles durch bei dem Fahrzeug. Genau. So haben wir es. Wechselrichter ist auch montiert. Und dann dürfen wir uns vor dem schönen Fahrzeug wieder verabschieden. Morgen kriegen wir zwei kleinere Sachen rein. Und hier drüben haben wir auch noch eine Geschichte, die wir machen. Den haben wir schon mal da gehabt. Das ist der wunderschöne La Strada. Da machen wir noch eine Solarplattenerweiterung und eine kleine Korrektur an der Dieselheizung, die wir verbaut haben. Und dann kriegt das Fahrzeug auch noch hier oben, nein, hinten, hier kriegen wir es hier unten, hinter dem Grill machen wir eine LED-Leitbar hin, also damit der Kunde auch was sehen kann dementsprechend, wenn er die einschaltet. Und hinten machen wir es oben hin, dann machen wir hier oben zwei Arbeitsleuchten, links und rechts. Zuerst wollten wir eine mittig machen, ist ihr aber nicht ganz möglich, weil vom La Strada hier die Rückleuchte ziemlich weit rausgeht. Und das wäre nicht so schick gewesen. Jetzt machen wir eine links, eine rechts, die man natürlich alle separat schalten kann, um dass man hier auch schön hinterm Fahrzeug dann, wenn man hier arbeitet oder was aufbaut, auch was sehen kann. Und vorne natürlich, wenn man durch dunkle Unterführungen durchfährt, gerade in den skandinavischen Ländern ist das auch manchmal der Fall, wo man auch weit und breit nichts hat, da braucht man ein bisschen Licht. Und dann hat man da auch dementsprechend die Möglichkeit, was zuzuschalten. Ja, und dann kriegt er noch ein paar Kleinigkeiten. Da fangen wir morgen gleich an. Und übermorgen, da kriegen wir ein tolles Projekt. Da haben wir einen Detlefs. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nichts Falsches erzähle. Ich glaube, es ist ein Detlefs, ja, auf Sprinter-Basis, also sprich auf Mercedes-Basis. Ganz tolles Fahrzeug, da dürfen wir auch filmen, der kriegt auch jede Menge, bauen wir da ein. Und da freue ich mich schon drauf, das euch wieder zu zeigen und euch teilhaben zu lassen. In dem Sinn, ich freue mich wieder über Likes, wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, auch wenn er schmutzig ist, wie meiner. Und ansonsten einen wunderschönen Tag, eine schöne Restwoche, wobei ich bin mir sicher, wir hören uns nochmal und sehen uns nochmal hier auf dem Kanal. Und vielen Dank, bleibt gesund und bis bald. Schöne Grüße aus Dinkelsbühl. Ciao.